So, hallo, herzlich willkommen zur Kurvendiskussion einer ganz rationalen Funktion vierten Grades. Vierten Grades erkennt man immer an dem x hoch 4. Und wir wollen die Extremstellen bestimmen. Ihr seht schon am Graphen, die Nullpunkte sind schon alle eingezeichnet. Und wir suchen jetzt die blauen Extrempunkte. In einem nächsten Video kommen dann entsprechend die Berechnung der roten Wendepunkte dran. Okay, also Extremstellen. Wir brauchen eine notwendige Bedingung, die ist f' von x ist gleich 0 und dann entsprechend die hinreichende Bedingung. Aber bevor wir damit weiterrechnen können, brauchen wir erstmal die Ableitung. Das heißt, wir brauchen f' von x für die notwendige Bedingung und f' von x für die hinreichende Bedingung. F' bilden also 4 mal 0,5 ist 2, x hoch 3. 2 mal 4 ist 8, x und plus 6 fällt einfach weg beim Ableiten. Für die zweite Ableitung, 3 mal 2 sind 6, x hoch 2, minus 8. Fertig. Jetzt nehmen wir also den Funktionsterm von f', 2x hoch 3 minus 8x und setzen den 0. Jetzt haben wir eine Gleichung dritten Grades, also x hoch 3, und wir müssen uns überlegen, Taschenrechner geht immer, PQ-Formel geht nicht, weil es ja keine quadratische Gleichung ist, und hier gibt es jetzt nur den Trick über Ausklammern. Und wenn man sieht, hier ist x und hier ist ein x, also können wir x ausklammern. Dann schreiben wir uns das x hier vorne hin. Und schauen, was in der Klammer übrig bleibt. Das heißt, wenn man bei x hoch 3 ein x nach rauszieht, dann bleiben 2x² übrig. Bei 8x bleibt nur noch 8 übrig, ist gleich 0. Ein Produkt wird immer 0. Hier ist ja der Malpunkt. Also ist es das Nullprodukt. Ein Produkt wird 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Also entweder wird das hier jetzt 0 oder das hier wird 0. Dann ist also x1 gleich 0 oder 2x² minus 8 ist gleich 0. Und somit haben wir schon mal unsere erste Extremstelle gefunden. Und wenn man in der Zeichnung schaut, sieht man auch schon, da passt das auch ganz gut. Da haben wir ja auch schon den Hochpunkt eingezeichnet. Aber jetzt haben wir natürlich hier noch eine weitere Gleichung, die wir lösen müssen. Es ist eine quadratische Gleichung. Daraus können also nochmal zwei weitere Extremstellen entstehen. Wir müssen nicht die PQ-Formel anwenden, weil ja der mittlere Teil mit dem x, der fehlt hier. Also können wir ganz einfach umformen. Das heißt, wir können hier plus 8 rechnen. Dann haben wir 2x² ist gleich 8. Dann können wir durch 2 teilen. X² ist gleich 4 und dann ziehen wir die Wurzel. Achtet darauf, dass ihr immer Plus-Minus-Wurzel schreibt, damit ihr auch wirklich immer beide Ergebnisse bedenkt. Das heißt, x1 ist dann also plus Wurzel aus 4, also 2, und x2 ist dann minus Wurzel aus 4, also minus 2. Und damit haben wir zwei weitere Extremstellen gefunden. Ich muss nur noch einmal umbenennen. Das ist natürlich hier x2 und das ist schon x3. So dass wir jetzt also x1 gleich 0 haben. X2 ist gleich 2 und x3 ist gleich minus 2. Und ihr seht, das passt auch hier ungefähr mit unseren Extremstellen. Das heißt, jetzt im Moment wissen wir nur, wo Extremstellen sind. Aber wir wissen noch nicht, was das für Extremstellen sind. Und diese, was das für Extremstellen sind, ich kürze mal Nullprodukt mit NP ab. Das mache ich immer gerne, damit man nicht so viel schreiben muss. Was das für Extremstellen sind, das bekommt man jetzt mit der hinreichenden Bedingung raus. Das heißt, die hinreichende Bedingung lautet, f' von x muss 0 sein. Das haben wir gecheckt. Und f' von x muss ungleich 0 sein.
Es ist größer 0, haben wir ein Maximum. Es ist kleiner 0, haben wir ein Minimum. Das heißt, wir nehmen jetzt, um das zu checken, nehmen wir f' und setzen in f' jetzt unseren ersten Wert ein, nämlich die 0. Und gucken, ob es größer oder kleiner 0 wird. Das heißt, wir setzen die 0 in f' ein. 6 mal 0 Quadrat minus 8. Und ihr müsst gar nicht genau ausrechnen, was es genau ist. Ihr müsst nur gucken, ist es kleiner 0 oder größer 0. 6 mal 0 ist 0, minus 8 ist minus 8, also ist es kleiner als 0. Also folgt daraus ein Maximum, also ein Hochpunkt. Das heißt, wir haben den Hochpunkt bei 0 und den y-Wert berechnen wir gleich. Jetzt nehmen wir uns f' von 2 vor. Das heißt, wir setzen die 2 jetzt in f' ein und testen, was es wird. 6 mal 2 Quadrat minus 8 ist gleich. Oder brauchen wir gar nicht so genau ausrechnen. Wir müssen nur gucken, ist es größer oder kleiner als 0. 6 mal 4 ist 24. Wenn wir davon 8 abziehen, ist es auf jeden Fall immer noch größer als 0. Also folgt daraus der Tiefpunkt. Wenn es größer 0 ist, wird es immer ein Minimum, also ein Tiefpunkt. Das heißt, bei einer Stelle 2 haben wir einen Tiefpunkt. Passt hier bei uns auch. Jetzt nehmen wir noch unsere dritte Extremstelle und checken die auch noch. Minus 2. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu machen, denn wenn man sich die Symmetrie anguckt, dann sieht man hier eine Achsensymmetrie, weil wir nur gerade Exponenten von x haben und das deutet immer auf eine Achsensymmetrie zur y-Achse hin. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir, wenn bei 2 ein Tiefpunkt ist, dann wissen wir, dann ist da auf jeden Fall bei minus 2 auch ein Tiefpunkt. Das heißt, wir können uns hier die Rechnung sparen und können sofort sagen, es ist auch hier größer als 0 und wir haben hier auch einen Tiefpunkt. Deswegen rechnet nicht zu viel, sondern überlegt immer einmal, ob man vielleicht durch Logik sich das Rechnen vereinfachen kann. Okay, jetzt haben wir unsere x-Werte. Wir wissen, welche Extremstellen das sind. Und jetzt brauchen wir noch die y-Werte. Also dritter Schritt, y-Werte. Die y-Werte bestimmt man immer, indem man die x-Werte in die Ausgangsgleichung einsetzt. Auch hier können wir uns das Rechnen vereinfachen. Die 0 müssen wir natürlich einsetzen. Aber wir sehen hier plus 6, dann brauchen wir nicht einsetzen, sondern können sofort den y-Achsenabschnitt ablesen. Also haben wir als y-Wert hier die 6. F von 2, da führt jetzt kein Weg dran vorbei, das muss man leider ausrechnen. Ich mache es jetzt einfach mal mit dem Taschenrechner und dann sieht man, dass als y-Wert minus 2 rauskommt. Und wegen der Achsensymmetrie brauchen wir jetzt auch überhaupt gar nicht zu rechnen. Das heißt, wir wissen sofort, es kommt auch minus 2 raus, weil der Graph achsensymmetrisch zur y-Achse ist. So, jetzt können wir unseren Graphen kontrollieren, wie er aussieht. Und dann sieht man, es stimmt noch nicht ganz. Das heißt, ich nehme den nochmal weg. Und wir zeichnen ihn nochmal etwas genauer. Also wir kommen aus dem Positiv-Unendlichen, müssen durch die Nullstelle durch, müssen jetzt durch minus 2 durch. Das heißt, der und der, die waren nicht ganz korrekt. Hier ist der Tiefpunkt, hier ist der Hochpunkt. Und hier kommt gleich noch der zweite Tiefpunkt. Also können wir auch T1 und T2 sagen. Und wir können den Graphen weiterzeichnen. Das heißt, hier müssen wir jetzt bis
da oben durch, jetzt wieder durch die Nullstelle, jetzt wieder durch minus 2, minus 2 und dann haben wir den Graphen fertig gezeichnet und jetzt haben wir die Extremstellen berechnet, wir haben die Extrempunkte eingezeichnet und wir haben auch genau bestimmt, um was für Extrempunkte es sich handelt, um Hochpunkte oder um Tiefpunkte. Okay, das nächste Video geht dann entsprechend über die Wendestellen. Immer zwischen einem Hochpunkt und einem Tiefpunkt findet man bei ganz rationalen Funktionen dann auch immer jeweils einen Wendepunkt. Okay, das war's und viel Spaß!